Hallo und herzlich willkommen hier im Studio von Floristik 24. Ich bin's, eure Claire, und ich habe heute diesen tollen Sommerkranz für euch. Für die Tischdeko, für draußen, wie ihr wollt, auf die Kommode. Und da haben wir so ganz tolle Seeigel drin. Möchte ich euch mal zeigen, wie wir die heute hier verarbeitet haben. Und los geht's. Ich stelle euch jetzt die einzelnen Materialien vor. Hier haben wir so einen schönen Teller, wo wir gleich unseren Kranz draufbringen würden. Das ist auch eine gute Unterlage, damit, wenn jetzt wirklich Feuchtigkeit austritt, ihr euch nicht euren Tisch versaut. Ne? Also ein bisschen so ein Plastikteller ist das. Dann kommen unsere Schnecken hier zum Einsatz, die ich euch gleich zeige, wie ich die drahten werde. Dann kommen unsere tollen Seeigel in dieser kleinen Form, die ganz so Naturfarben, Roséfarben sind. Dann unsere Lunte, die wir so schön ziehen können. Dann haben wir diesen Steckschaumkranz. 30 cm ist der im Durchmesser. Wir brauchen ein bisschen Draht, um unsere Schneckenhäuser hier anzutraten. Ein paar zu mir heute farblich passende Perlkopfnadeln zum Feststecken der Seeigel. Dann Schnittblumen eurer Wahl, die sich farblich schön in dieses Farbthema einfügen. Und ja, mein Werkzeug, was wir immer so brauchen, dann würde ich jetzt mal loslegen. Ich habe mir den Kranz schon geweicht. Am besten, ihr nehmt da so eine Schüssel, so eine runde Schüssel, wo der genau rein, und lasst den in aller Ruhe saugen. Also mindestens 10 Minuten müsst ihr da die Sachen saugen lassen und dann passt der hier schön drauf. Auch beachten, wenn wir den jetzt hier so haben, dass der ja natürlich ein Stückchen größer wird. Also nicht, dass man den Teller so auf knapp misst, sondern wirklich den Kranz vielleicht mittig. Und wenn der Kranz so 30 ist, dann auf jeden Fall 35, 40 für die Durchmesser für den Teller wählen. So, dann legen wir mal los. Ich mache ein bisschen frei, damit ihr auch genügend was sehen könnt. Ich würde euch erstmal noch mal schnell zeigen, wie man das hier macht. Also so eine Schnecke nehmen, die hat ja die Öffnung. Und dann nehme ich mir so ein Stückchen Schmuckdraht, Spiraldraht, den ich vielleicht auch ein bisschen farblich anpasse. Aber habt ihr vielleicht von vielen schönen Dekos schon mal noch ein bisschen zu Hause. Ihr könnt natürlich auch Gründraht nehmen, wenn man den nicht sieht. Aber vielleicht manchmal lugt er irgendwo hervor. Und da ist es besser, man nimmt vielleicht farblich ein bisschen passend. Dann habe ich mir den hier so ein bisschen in die Schnecke eingearbeitet. Und dann nehme ich meine Klebepistole und mache dort ein bisschen Kleber rein. So, genau. Und das kann jetzt bitte das Ganze in Ruhe trocknen lassen. Vorsicht, die Muschel oder beziehungsweise das Schneckenhaus wird außen auch ganz, ganz heiß. Also wirklich vielleicht eine ganze Weile liegen lassen, dass das in aller Ruhe jetzt trocknen kann. Ich habe mir aber schon mal ein paar vorbereitet und die fange ich jetzt gleich an, hier einzuarbeiten. Schön, genau. Und immer dazwischen etwas von dieser Lunte mit hinein, ne? Dass das gleich so ein bisschen den Steckschaum ein bisschen mit verdeckt. Dann kommen meine Seeigel mit dazu und die kann ich einmal feststecken mit meinem mit meiner Perlkopfnadel, da passt das gut. Ich kann sie aber auch dann schon mit den Schnittblumen feststecken. Also sprich, ich kann die Schnittblume hier auch so ein bisschen mit durch diese Öffnung der des Seeigels stecken. Ja, das werde ich euch gleich mal zeigen. Ich habe hier so eine ganz tolle Nelke, die von der Struktur hier super zu unseren Igeln auch passt. Und dann kann ich die gleich hier mit so einarbeiten. Ein bisschen schräg vielleicht, dass das sich so schön hier mit einfügt. Genau. Und so wird das Stück für Stück jetzt angesetzt. Ich will vielleicht mal ein bisschen von der Seite zeigen. Dann kommen wieder unsere Schnecken hinzu, die wir hier einarbeiten. Und dann haben wir hier so ein schönes lilanes Bienenfreund. Das so ganz auch ähnliche Struktur oder Textur hat wie die Seeigel. Passt das gleich schön mit dazu. Und so fügt sich das in dem Bild. Aufpassen, dass er einem auf einer Stelle nicht dicker und dünner wird, sondern schön gleichbleibend in den Kranz, so in die Kranzform einarbeitet. Auch so ein bisschen eine Gruppe bildet. Dort mal ein bisschen mehr von dem Lila, dann wieder was
Roséfarbenes dazwischen, dann wieder mal eine Muschel, dass das Ganze interessant gestaltet wird. Das würde ich jetzt für euch arbeiten. Es dauert ein Momentchen. So, und da kann man ja so schön variieren im Sommer mit all den schönen Materialien. Ich habe hier einen Flocks mit bei. Das duftet, riecht ihr das? Schade, dass es kein Geruchsfernsehen bzw. YouTube gibt, wo man das alles mit übermitteln kann. Vielleicht gibt es das mal irgendwann. Jetzt fast am dreiviertelsten Teil meines Kranzes. Ihr müsst auch schön immer aufpassen, dass er ein bisschen eine Höhe auf einer Höhe bleibt, wenn er sowas steckt. Auch gern mal von der Seite schauen oder von unten, dass er nicht irgendwo tiefer anfängt und dann immer höher wird. Passiert auch ganz häufig oder ganz niedriger. Also es sollte so sein, dass man immer ein bisschen auf einer Höhe schön bleibt. Gerade wenn man dann auf dem Tisch sitzt, dass man von allen Seiten das dann so richtig sehen kann. Alle Materialien, die ich dafür gebraucht habe, findet ihr natürlich wieder in der Infobox unter dem Video. Schaut rein, dort steht das auch nochmal genau mit den Größen und Farben aufgelistet, dass ihr das gerne nacharbeiten könntet zu Hause. Und für den Kommentar, den ihr dazu schreibt oder einen lustigen Reim, wie ihr das immer so toll macht, gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Einmal ein Sammelsurium aus diesen Seeigeln und aus den Schnecken und diesen Steckschaumring in 30 cm. Der kommt zu euch nach Hause, dass ihr das vielleicht mal nacharbeiten könntet und uns mal ein Foto schicken davon, wie das bei euch zu Hause denn geworden ist. Und für drei weitere Kommentare haben wir immer noch unsere Blumsdeko. Die kommt dann zu euch nach Hause, das unten kommentiert. Und dort sind ganz viele schöne Anregungen drin zum selbst zu Hause nachbasteln. Das fliederfarbene Teil hier würde so super in mein Wohnzimmer passen. Ich habe so flieder-lilafarbenes Wohnzimmer. Das würde schön auf meinen Tisch. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was bei euch, wo das bei euch stehen könnte, wo ihr das hindekoriert, wo sich das gut bei euch zu Hause einfügen würde. Wir freuen uns immer über schöne Kommentare, über Fotos, die ihr hochladet. Da kann man mal gemeinsam darüber plaudern. Wir lesen jeden Kommentar, wir versuchen jeden zu beantworten. So, wenn man möchte, kann man das gerne noch ein bisschen verbinden. Das würde ich euch noch mal folgendermaßen zeigen. Jetzt machen wir den Tisch mal ein bisschen zur Seite. Gibt es hier noch so Gräser, das ist zum Beispiel ein Berggras. Und dann kann man so ganz leicht nochmal die Verbindung schaffen. Also das Berggras einfach auch nochmal hier mit eingesteckt und langsam durchgezogen durch den Kranz. Dass das nochmal hier weiter hinten festgesteckt wird und die ganze Sache nochmal verbindet. So ein bisschen gucken, dass er das hier so rein durchpiekst. Ich habe es gar nicht festgesteckt, ich habe es wirklich nur gelegt und ein bisschen verklemmt von der Technik, also auch wie diese Klemmtechnik, die wir euch auch manchmal gezeigt haben schon. Das ist ein schönen verbindenden Effekt nochmal, diese Kranzform. So, schaut mal, wie ich es jetzt hier verbunden habe mit dem Gras. Das macht sich schön, das geht mit der Bewegung nochmal schön mit, das macht sich toll. So, jetzt oft die Frage, wie pflege ich denn das? Was passiert denn jetzt damit in nächster Zeit? Also wir haben ja diesen Nasssteckschaum und der ist unten, vielleicht hier nochmal zu sehen, mit einem Plastik versehen. Also so, dass es sich von unten her nicht so vollsaugen kann. Ich gebe immer den Rat, also deswegen auch dieser Teller unten drunter. Man kann das Ganze gerne nochmal gießen, aber immer ein bisschen zwischen die Blumen gießen. Nicht auf die Schnittblumen obendrauf, sondern immer ein bisschen in
die, oder die Steckmasse seht, in die Steckmasse rein. Und das würde ich so alle paar Tage, 3-4 Tage mal machen, je nachdem, wie warm das auch bei euch steht. Bitte auch nicht in der Sonne stehen lassen. Oder manchmal über Nacht könnte man es sogar auch mal in den Kühlschrank stellen, eine Weile. Umso länger hat man es einfach, dass man so bei 7, 8 Grad das Ganze überdauert. Dann trocknet auch die Steckmasse nicht so aus. Und ihr habt es umso länger. Oft wird es auch so sein, dass das eine oder andere schneller verblüht. Also, wenn was verblüht ist, einfach mal austauschen, damit nicht so viel Fäulnis ist, und vielleicht ein paar neue Schnittblumen hinzufügen. Na? Und wenn die Steckmasse immer schön feucht bleibt, ist es so, dass man das ganz, ganz lange haben kann. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich heute für euch hier vorbereitet habe. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Vergesst nicht, Daumen hoch dazulassen, unseren Kanal zu abonnieren, und ich hoffe auf bald. Macht's gut, eure Claire.